Klaus Grubmiller skizziert in seinem Beitrag zur Autorität und Meisterschaft der Sangspruchdichtung des 13. Jahrhunderts ein weit weniger problembehaftetes Bild, als dies Tobias Buhlang getan hatte, beziehungsweise beschreibt die von Buhlang ins Feld geführte grundsätzliche Möglichkeit des Ein- und Widerspruches, mit dem sich der Dichter stets konfrontiert gesehen habe, eher als ein historisch variables Phänomen, das sich vielleicht überhaupt erst am Ende einer Entwicklung zeige. Damit wendet sich Grubmiller dezidiert gegen eine Forschungstradition, welche die Rolle von Sangspruchdichtern vielmehr in einem gesellschaftlich-sozialen Randbezirk des Legitimen und daher des Prekären, Bedrohten sahen, dem Sänger als rechtlosen Fahrenden neben anderen Angehörigen des niedrigsten Standes bzw. außerhalb jeder Ständeordnung wahrnahmen, als in einer angestammten und akzeptierten Position als Künstler innerhalb eines Literatursystems an den kulturell agilen Höfen des Hochmittelalters. Grubmüllers Überlegungen stehen zudem im Kontext einer Veranstaltung der forschungsgeschichtlich einflussreichen Reihe der germanistischen DFG-Symposien, die sich 2006 darum bemühte, die in der historischen und philologischen Forschung seit jeher verfestigte kategoriale Differenz von geistlicher und weltlicher Sphäre zu hinterfragen und tendenziell sogar ganz aufzulösen. Die Befunde des Symposions lassen sich deshalb sehr kurz so zusammenfassen. Es gab keine solche Differenz. Die Unterschiede sind, wenn überhaupt, nur graduell. Das Weltliche schloss das Geistliche ebenso stets ein, wie das Geistliche das Weltliche. Vor diesem Hintergrund und unter dieser Prämisse legt Grubmiller seine Überlegungen zum Meisterschaftsdiskurs in der Sangspruchdichtung dar. Wie bei Buhlang ist auch hier der jeweils einigermaßen neue forschungsgeschichtliche Hintergrund mit zu ermessen, wenn es darum geht, beide Thesen gegeneinander abzuwägen. Die thematische Offenheit ist eine der Gattungsmerkmale der Sangspruchdichtung. Sie ist darüber hinaus eines der Probleme bei der Bestimmung der Gattungsgrenzen und Übergängigkeiten. Oft bleibt nicht mehr als der gemeinsame Ton als eine, gemessen an der Einzelstrophe, zunächst rein formale Konstante und thematisch ganz unterschiedliche Texte unter einem Gattungsnamen zusammenzufassen, die zudem wiederum sehr offensichtlich an anderen Gattungen partizipieren, wie etwa dem Gebet, dem geistlichen Mahnruf, der Bußpredigt oder eben auch dem Rätsel. Das Spektrum geistlicher Themen und Redehaltungen in der Sangspruchdichtung ist ebenso breit gefächert wie das ganze thematische Œuvre. Es reicht von der Darlegung heilsgeschichtlicher Fakten und bibelepischer Narrative über Gleichnisse, Allegoresen und bibelhermeneutische Auslegungen, Gebete und Sündenbekenntnisse, erbauliche, predigthafte Einlassungen bis hin zur Darstellung theologischer Schwergewichte wie die Basisaporien christlichen Glaubens, Fleischwerdung Gottes in Christus und Eucharistie, Jungfrauengeburt und Trinität. Im Prinzip macht die Sangspruchdichtung vor gar nichts Halt. Und es stellt sich die Frage, wie es möglich ist und vor allem akzeptiert wurde, dass Laien, die einer lateinischen Bildung entbehrten, sich der öffentlichen Besprechung oder gar Verkündigung solcher Gegenstände bemächtigten, die sonst durch geistliche Autoritäten, das heißt den monastischen oder den Weltklerus, versehen wurden. Für die Akzeptanz, und zwar eine ganz unproblematische, unerkämpfte, spricht die bloße Existenz der Überlieferung geistlicher Sangsprüche, und zwar in großer, ja übermächtiger Zahl. Es ist davon auszugehen, dass das, was, um eine Metapher des Soziologen Alois Hahn zu benutzen, nicht durchs Nadelöhr mündlicher Kommunikation passte, aus welchen Gründen auch immer, ob es nun in politischer, ethischer oder religiöser Hinsicht prekär war, nicht dem Zeitgeschmack entsprach oder einfach langweilig war, nicht überliefert, weil es auch nicht aufgeführt wurde. Die umfangreiche Überlieferung von Sangsprüchen in den Sammelhandschriften setzt erst gut 100 Jahre später nach ihrer eigentlichen Entstehung ein. Zeitgenössische Aufzeichnungen oder gar Autographen haben wir nicht. In der Überlieferung finden sich keine Anzeichen dafür, dass mit den Texten irgendwas nicht stimmte, sie sozusagen in den Giftschrank gehörten. Solche Zeugnisse von wirklich prekärer geistlicher Rede kennen wir aber durchaus. Vor allem aus dem Bereich der Darstellung mystischer Erfahrung oder ihrer Antizipation. Ihre Überlieferung ist jeweils von Texten umstellt, die ihren prekären Status belegen, wie zum Beispiel relativierende Bearbeitungen oder lateinische Rückübersetzungen, Selbstzeugnisse, die von Kritik und Anfeindungen sprechen oder sogar Akten aus den Häresieprozessen, in denen sich die MystikerInnen zu bewähren hatten.
All dies existiert nicht für die Sandspruchdichtung, weshalb nun von der anderen Seite zu fragen ist, ob es das Problem, das wir unterstellen, zeitgenössisch vielleicht gar nicht gegeben hat. Dies ist die These Grubmüllers, die einiges für sich hat. Anderes aber, weil sie sich auf einen spezifischen Ausschnitt aus der Geschichte der Sangspruchdichtung konzentriert, vielleicht zu stark ausblendet. Die behauptete archaische Einheit von Literatur und Religion ist für das Christentum nämlich keineswegs selbstverständlich, wie etwa für den Islam, und entwickelte sich erst zusehends unter anderem aus der Emanzipation der Volkssprache vom Latein. Unzählige Berichte lassen sich von der Überzeugungskraft des Koran zusammentreiben, welche einzig aus dessen Sprachschönheit und Sprachperfektion entspringen. Immer wieder ist von Musikalität und kompositorischer Qualität die Rede, hergestellt aus den Dehnungen, Nasalisierungen, Reimen, Versen und Pausa, den tiefen und hellen Tönen der Wörter und der Dichter ihrer Melodie. Demnach wird im Islam der göttliche Ursprung per se durch die vollkommene Kunstfertigkeit der sprachlichen Textur des Koran sowohl sinnlich als auch sinnhaft beglaubigt, wodurch der Wahrheitsanspruch sich begründet. Die Liste der vom bloßen Klang des Koran Getöteten ist deshalb beinahe ebenso lang wie die vom reinen Klang der Sprachmusik Konvertierten. Die inhaltliche Verstehbarkeit des Textes spielt entsprechend in den Bekehrungsgeschichten zumeist gar keine Rolle, auch oder gerade dann nicht, wenn sich des arabischen Unkundige durch das bloße Hören zum Islam bekannten. Wenn sich auf diese Weise Heil- und Offenbarungswahrheit unmittelbar von der Schönheit des Koran her ableiten, welche ob ihrer Vollkommenheit schlicht nicht anders als Gott ursprünglich sein kann, entsteht allerdings der Verdacht, die arabische Poesie könne allgemein in den Geruch der göttlichen Heiligmäßigkeit geraten, beziehungsweise das Verhältnis von Offenbarungsrede und poetischer Rede müsse für die islamische Religion entscheidend und mit entsprechendem Legitimations- und Differenzierungsaufwand verbunden sein. Vom muslimisch-theologischen Standpunkt aus ist der Koran zweifelsohne vollständig unterschieden von der arabischen Poesie. Literaturwissenschaftlich bleibt es jedoch zunächst ästhetik- und kommunikationstheoretisch gesehen ein graduelles Verhältnis. Der deutsch-iranische Islamwissenschaftler Navid Kermani beschreibt das Problem sehr treffend. Die Beziehung zwischen Koran und Poesie ist also eine dialektische, die Negation der Poesie durch den Koran ein Aufheben in Hegels dreifachem Sinn, verneinen, bewahren, höher entwickeln. Es fällt nämlich auf, dass eine ganze Reihe von Bekehrungsgeschichten in der frühen koranischen Rezeptionsgeschichte die Dichter und ausgewiesen rhetorisch Versierte zu Protagonisten haben. Kaum eindringlicher konnte die überlegene Höherentwicklung des Koran gegenüber der bloßen Poesie vorgeführt werden, als durch die plötzliche widerstandslose Conversio derjenigen, auf deren Leistungen sich die völkische Gemeinschaft der Araber begründete und denen man, da sie die Kunstsprache der Poesie in Vollendung beherrschten, gewaltige magische Kräfte zurechnete. Macht man sich diese aus Perspektive des christlichen Abendlandes überaus erstaunliche ästhetische Qualität und klangbasierte Wirkmacht des islamischen Offenbarungsmediums deutlich, tritt die Differenz zum Wesen der christlichen Offenbarung und zu ihren Basisbegründungen für Wahrheit und Wahrhaftigkeit erst so richtig deutlich hervor. Und es stellt sich sehr schnell die für die christliche Verkündigung sich nicht unmittelbar aufdrängende Frage nach dem Zusammenhang zwischen ihrem medialen und sakralen Status. Ganz im Gegensatz zur islamischen Verkündigung ist die Herstellung einer gültigen Relation zwischen sprachlichem Zeugnis, göttlichem Ursprung und Wahrheit des Gesagten für die christliche Offenbarung eine sehr komplexe Operation. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass der christliche Gott selbst ein schreibender Gott ist, der schreiben lässt und die Offenbarung als Schriftoffenbarung daherkommt. Darum erzählt die christliche Legende bevorzugt von Schriftwundern, deren Beglaubigungsstrategien außerordentlich komplex sein können und müssen. Die lateinische Sprache spielt dabei auch in dezidierter Abgrenzung zur Volkssprache eine wesentliche Rolle. Das Latein ist dem Irrtumsvorbehalt grundsätzlich entzogen. Ihr diskursiver Charakter ist ihrer rhetorischen Verfasstheit radikal übergeordnet. Vor dem Hintergrund der koranischen Rezeptionsgeschichte ist markant, dass aus Perspektive des Christentums mit der Relation von Bibel und Literatur bzw. Prophetie und Poesie ein Beglaubigungsproblem auftritt, das erst im zweiten Schritt ein ethisches ist, zuallererst aber durch mediale Verwerfungen entsteht. Mündlichkeit versus Schriftlichkeit und oder Volkssprache versus Latein.
Es gehört einfach nicht zu den Basisbegründungen christlicher Offenbarungstexte und geistlicher Rede allgemein, dass sie schön zu sein haben, ästhetisches Vergnügen bereiten sollen oder gar ihre Gott-Ursprünglichkeit von ihrer poetischen Qualität her ableiten. In Sachen literarischer Ästhetik musste man im Mittelalter deshalb auch für religiöse Diskurse auf die antike Rhetorik und die lateinischen Poetiken zurückgreifen. Da die rhetorischen Basisprinzipien aus christlicher Sicht allerdings wiederum fragwürdig sein mussten, argumentierten ihre Gegner ausgerechnet damit, dass in der Bibel die höchsten Geheimnisse in die schlichteste Sprache gekleidet seien, wie die erhabenste Heiligkeit in das geschundene Fleisch gekleidet sei. Einzig Simplicitas, Einfachheit und Rusticitas, Einfalt, garantierten Wahrheit. Das Niedere und das Erhabene waren für die Antike hingegen aber unvereinbar. Für sie galt gerade umgekehrt der Ornatus difficilis, der schwere Schmuck, als schwierigste und damit höchste Form rhetorischer Artistik, die es zu erstreben galt. Gerade dieses Argument der profanen Rhetorik machen sich nun erstaunlicherweise die geistlichen Dichter ab dem 9. Jahrhundert zu eigen, um die deutsche Volkssprache gegenüber der Lingua Sacra, Latein, zu behaupten und für die christliche Offenbarungsrede zu beanspruchen. Otfried von Weißenburg, Verfasser einer althochdeutschen Evangelienharmonie, argumentiert prominent, dass nicht, weil es Gottes Wort ist, die Sprache schön genannt, sondern weil die Schönheit durch die ästhetische Harmonie von Versfüßen, Quantität und metrischer Regel erzeugt wurde, sei es Gottes Wort. Das ist ein kontingentes Verhältnis, das nicht einfach aus des Dichters Überzeugung entspricht, sein Werk müsse per se heilswirksam sein und wahr sein, sondern dies sei Gottes Wille, also eine providentielle Relation. Die Operation, wie man von literarischer Kontingenz zu göttlicher Providenz kommt, ist bei Otfried demnach eine ästhetische, die von den Mitteln der antiken Rhetorik profitiert. Otfried führt aus, dass die antiken profanen Werke sehr sorgfältig und kunstvoll darstellten. Sie hätten es in einer dunklen und verhüllenden Manier gestaltet. Dass es sich hier um den besagten Ornatus difficilis handelt, ist ebenso deutlich wie, dass Otfried hier überhaupt die Essenz der antiken Bildungsidee aufruft. Das christliche Humilis Sublimis Prinzip widerspricht dem Kategorial. Trotzdem, Otfrieds Kesse Quintessenz lautet: Warum sollen die Franken als einzige zurückschrecken vor dem Versuch, in fränkischer Sprache Gotteslob zu verkünden? Nun war es für Otfried vergleichsweise risikolos, seinen poetischen Gegenstand als heilig auszuweisen, denn am Ende beruft auch er sich auf die himmlische Gemachtheit des Evangelienwortes und überspringt damit alle Probleme der sprachlich-formalen Vermittlung. Und schließlich war Otfried von Weißenburg auch kein Sangspruchdichter, der als Fahrender von Hof zu Hof zog und die Geheimnisse des Evangeliums in mündlichen Aufführungen verkündete, sondern ein zum Priester geweihter Mönch und Schullehrer im Benediktinerkloster Weißenburg. Sein für seine Zeit herausragend innovatives poetisches Werk hat er schriftlich niedergelegt und ist sogar, ein absoluter Sonderfall, als Autograph überliefert. Allerdings, darin ist Grubmüller jedenfalls zuzustimmen, indem er ebenfalls Otfried zum Zeugen aufruft, hat sich die Problematik im 13. Jahrhundert nicht grundlegend geändert. Wenn von einem Legitimationsproblem der Sangspruchdichter im Hinblick auf die geistliche Rede gesprochen werden kann, Grubmüller bestreitet dies ja nicht grundsätzlich, ist dies aber nicht nur auf der Inhaltsseite erwartbar, sondern ganz besonders auch auf der medialen und formalen Seite. Also betreffen die Darstellung und Aufführung geistlicher Inhalte in poetisch geformter Kunstrede, die Verwendung rhetorischer und poetischer Mittel und Strategien, die Assimilation an profane, niedere Gattungen wie etwa dem Rätsel und teils ja auch amoröse Inhalte durch die Mehrfachverwendung von Tönen und so weiter. Die Rätselhaftigkeit, die dunkle, enigmatische Obskuritas, deren poetische Darstellung durch den Sangspruchdichter sehr wohl nicht selten Aspekte der Rätselform annehmen können, liegt vielfach im Gegenstand selbst begründet. Eine Rätselhaftigkeit nämlich, deren Erschließung und Entschlüsselung nicht eigentlich Anlass und Anliegen der Sangsprüche ist, sondern die gemeinsame, quasi rituelle Erinnerung und Vergewisserung der Gemeinschaft auf die basalen christlichen Geheimnisse und Glaubenswahrheiten. Der Sangspruchdichter, wie in anderen Kontexten der Laienprediger, verwaltet gewissermaßen das religiöse Rätsel um die Inkarnation, die Jungfrauengeburt und die Trinität und steigert es in seinem geheimnisvollen Wesen durch poetische Mittel. Dass dies nicht ganz selbstverständlich ist, haben wir an Otfried gesehen, aber es ist eben auch nicht abwegig.
Insofern lässt sich die geistliche Rede in der Sangspruchdichtung auch als eine Möglichkeit sehen, Gott in Gemeinschaft zu loben und zu preisen. Auslegungsbedürftige Rätselhaftigkeit gehört dem Reden über Gott wesenseigen zu. Dass die Sangspruchdichtung sich daher mit Vorliebe ebenfalls gesteigerter, schwerer und dunkler Metaphorizität oder eben sogar Rätselform bedient, ließe sich damit auch als eine logische Konsequenz begreifen, die nicht an sich prekär ist, sondern ihre Legitimität vom gewollten Kunstanspruch der Gattung und ihrer Verankerung in einem sich kulturell institutionalisierten höfischen Literatursystem herholt. Die künstlerischen Eingriffe, die sich bisweilen ja auch nur, aber immerhin, auf die eigentliche Vertonung in Melodie, Reim und Rhythmus beschränken, tangieren im Wesentlichen aber nicht den Inhalt. Das, was im Kern ausgesagt wird, ist das immer schon Gesagte, das immer schon Gewusste, das immer schon Geglaubte. Dass es sich bei Boppes Spruch um etwas Staunenerregendes, etwas Außerordentliches handelt, wird wieder durch das Lexem Wunder mehrfach belegt. Interessant ist hier natürlich, dass sich diese Wundereinleitungen vor allem auch in expliziten Rätselstrophen finden, die sowohl geistlichen wie weltlichen Inhalts sein können. Die Verknüpfung von religiöser Rätselhaftigkeit und literarischer Rätselform wird lexematisch gestiftet. Was dann kommt, mag rätselhaft sein. Kein Sangspruchdichter und kein Publikum hätte Interesse daran, diese zu bestreiten oder gar aufzulösen, ist aber keineswegs ein Wissen, über das nur der Dichter durch seine herausgehobene Meisterschaft gegenüber den Zuhörern verfügen würde, sondern es gehört den allgemeinen Glaubenswahrheiten des Christentums an. Christus wurde als Mensch von einer Jungfrau geboren, wodurch der Bund zwischen Gott und dem Menschen erneuert wurde und in der Eucharistie immer wieder neu gestiftet wird. Darüber weiß der Spruchdichter ebenso gut oder schlecht Bescheid wie sein Publikum. Das, was gesagt wird, hebt ihn nicht als Meister hervor. Das geteilte Wissen legitimiert sich ganz prinzipiell selbst, weil es zwar immer wieder Staunen erregt, aber eben nicht neu ist. Wie dies aber gesagt wird, trennt dann doch den Sangspruchdichter von allen anderen, nämlich in der öffentlichen Aufführung, in der spezifischen, kunstvollen, poetischen Rede. Grubmüller weist zu Recht darauf hin, dass dieser Spruch poetisch nicht sonderlich elaboriert ist, was die Geltung des Arguments vielleicht schmälern könnte. Man kann aber überlegen, inwiefern Rätselhaftigkeit des geistlichen Gegenstandes und Verrätselung bzw. formale poetische Aufrüstung der poetischen Rede in einem korrespondierenden Verhältnis zueinander stehen. Vielleicht verträgt ein geistlicher Sangspruch insgesamt nur ein gewisses Maß an Rätselhaftigkeit, will heißen, ist die Rätselhaftigkeit oder auch die theologische Schwierigkeit des zu besprechenden geistlichen Gegenstands an sich schon sehr hoch, und dies ist wohl zweifellos bei den Basisaporien christlichen Glaubens, die immer schon ebenso auslegungsbedürftig sind, wie sie in ihrem Geheimnis bewahrt werden müssen, am stärksten ausgeprägt, tritt die Poetizität des literarischen Textes in den Hintergrund. Ist der geistliche Gegenstand dagegen an sich unverfänglich, wie dies bei bibelepischen Narrativen, Gleichnissen, Gebeten oder Reflexionen zur christlichen Lebensführung der Fall sein mag, kann der Dichter poetisch aufrüsten und seine ganze literarische Kunstfertigkeit aufbieten. Ein solcher letzter Fall scheint mir zum Beispiel bei Reinmars Auslegung der vier Evangelistentiere vorzulegen, die sehr starke Anleihen an die Rätselform aufweist. Hier tritt der Dichter auch viel stärker als jemand hervor, der über Deutungskompetenzen verfügt, die ihn über die ungelehrten Lüte stellen, denen die Bilder zu wilde säen. Wilde steht metaphorisch sehr häufig für schwierig zu Verstehendes und zu Ergründendes, für besonders Rätselhaftes. Hier aber spielt Reimer ganz offensichtlich mit diesem Attribut. Wer vielmehr gemeint ist, sind die wilden Tiere als Bilde für die Evangelisten, auf das sich Wilde reimt. Woher er seine Deutungskompetenz schließlich nimmt, ist die Bibel in ihrer schriftlichen Verfassung bzw. die deren Wiedergabe in den Predigten. Die Geste des Rätsellösens ist also nur eine Pose, die sich aber nicht aus der Rätselhaftigkeit des Gegenstandes selbst ergibt, sondern nur aus den angewandten poetischen Verfahren seiner verrätselnden Darstellung, der eben auch, wie Grubmüller ausführt, in der Beanspruchung von Redelizenzen und in der Freiheit zur Überschreitung von Domänen bestehen kann.
So vermag sich in dieser Beweglichkeit eine Überlegenheit des Spruchdichters über den auf seinen Wissensbereich festgelegten Gelehrten zu manifestieren. Das mag sich ab der Wende des 13. ins 14. Jahrhundert ändern. In den umfangreichen geistlichen Leichen Heinrichs von Mückeln, Frauenlobs und Konrads von Würzburg ist mit ganz anderen Strategien der Legitimierung von Redelizenzen zu rechnen, ebenso wie im Wartburgkrieg, in dem es um theologische Spekulationen ganz anderen Kalibers geht. Die immer zunehmende, stärker forcierte Literarisierung, Poetizität und Fiktionalisierung sowohl der Dichter und des Publikums als auch der Redegegenstände selbst werden uns in diesem Zusammenhang noch intensiver zu beschäftigen haben.